Ja, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von bei aber not sure in 7 days to die. Jetzt war ich schon wieder bei Opi zockt Ego, so ein Käse. Ja, wir mussten einen Neustart machen, wie ihr wisst. Ich habe mir jetzt gerade einen Marker schnell gesetzt, um zu einem See zu kommen, meine Dose wieder mit Wasser aufzufüllen. Dann können wir noch mal ganz kurz hier zum Campfire mal eben das Wasser kochen. Und ja, dann können wir der Straße einfach mal folgen und mal gucken, was wir dort finden. Ist ja nicht so verkehrt. Na komm, Steinchen kann ich jetzt mehr als genug. Ist das schon wieder ein Nest gewesen? Nein. Aber, also das hört sich jetzt lustig an. Immer wenn ich hier über, das können wir aber brauchen. Immer wenn ich hier über Steine oder über Dingens rüberlaufe, dann denke ich laufe durch eine Halle durch. Das ist sehr interessant. Ja, wir werden anschließend nach Norden die Straße entlang wandern. Okay, ich habe jetzt ein paar Pfeile, Frau Rottmeier. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich vorbeischießen will. Komm her. So, haben wir. Hast nicht mal was Anständiges mit, also mal ganz ehrlich. Alter Schwede, den habe ich total übersehen. Und, her damit, jawohl. So, schnell die Dose. Ränder. Das ist eh der falsche Knüppel. Und noch ein Stückchen Holz. Also wie wir sehen, Holz müssen wir uns auch noch machen. Wo ist meine Dose? Dort. Und renn damit. Ja, wie ihr seht, ich bin ein bisschen in Hektik. Das bin ich gar nicht von mir gewohnt. Aber ja, momentan irgendwie ist es. Können wir auch mal wieder einen vom Futtern. Ja, damit haben wir jetzt echt mal Glück gehabt. Mal gucken, wie lange das Glück anhält mit dem Fleisch. Fertig, fertig, okay, super. So, dann habe ich gesagt, wir wollen nördlich, das heißt, wir wollen in die Richtung. Das wäre diese Straße. Oh, wir könnten eigentlich noch direkt wieder ein Bäumchen mitnehmen, wo wir schon mal da sind. Ach, du bist das, ja, du, bitte? Ich habe jetzt hier generell irgendwie so ein Hall. Das könnte also auch. Das könnte auch jetzt an meiner Einstellung liegen, was ich hier eben geändert habe. Und jetzt habe ich meinen Timer vergessen auszumachen. Okay, ich muss hier meine Kopfhörereinstellung ändern. Der war gerade so nah gewesen, rein akustisch, dass ich gedacht habe, ich hätte hier noch einen zweiten. Sehr merkwürdig. Okay, das machen wir hier nach. Mein Timer, der ist jetzt bei 24 Minuten, das heißt. Ja, wenn ich so bei 42 Minuten bin, dann sind wir auf. Tja, genau. Hier wollte ich lang. Wir suchen immer noch ein Häuschen. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Holz. Also die Spiders laufen auf jeden Fall auch wieder so durch die Gegend. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, was wollte ich. Genau. Ich wollte mir einen Schlafsäckel machen. Nur für den Fall der Fälle. Okay, haben die jetzt eventuell. Wo haben wir da? 1, 2, 1, 2. Das reicht ja gar nicht. Ich Depp. Komm, mach es voll. Können wir uns auch gleich noch eine Binde craften? Nein, da haben wir noch ein. Okay, falsche Richtung. Dann hätten wir hier noch eine Möglichkeit. Und hier. Und hier. Ich würde sagen, gehen wir erstmal dort. Gucken wir mal, was da ist. Das heißt aber, wir dürfen eigentlich auch wieder zurücklaufen. Gehen wir mal so ein bisschen parallel der Straße entlang, Spider, du nervst. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht, ist egal, nehmen wir trotzdem mit. Obwohl Stoffe jetzt noch zusätzlich ansauen, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Richtige. Wir haben ja jetzt eigentlich genug. Ja, ich denke schon, oder? Ja, ich denke schon. Pass auf, dann machen wir das anders. Guck mal her. Warum habe ich jetzt die. So, die brauchen wir momentan nicht. Die nehmen uns jetzt gerade noch Platz weg. Haben wir noch irgendwas, was Platz wegnimmt? Ja. Jetzt gibt es ausnahmsweise mal so ein komisches Top. Das brauchen wir auf jeden Fall. Weiter gucken. Und wer will mich hier? Okay. Wie heißt jetzt der Schlafsack? Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade keine Ahnung. Das ist ein echtes Problem. Und vor allen Dingen, wo finde ich den? Ah, ich glaube, der ging so. Dann brauchen wir auch nicht suchen.
Wunderbar. Haben wir den nämlich auch schon mal klar. So, her damit. Und wir suchen weiter ein Städtchen. Oh. Oh. Ja, ja. Komm, gerade auf mich zu. Gerade auf mich zu, Madame. Keine Spielerinsken. So. Ich habe keine Lust, meine Pfeile zu verschwenden. Vitamine. Wofür sind eigentlich diese Vitamine? Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so wirklich eine Ahnung. Und ich suche immer noch. Federn, das ist immer gut. Federn kann ich brauchen. So. Tee können wir immer brauchen. Und Steine jetzt sowieso. Wir haben ordentlich Federn sammeln können. Das ist mal fein. Wie viel haben wir denn? 10 Stück. Das ist sehr gut. Die brauchen wir noch nicht. Erstmal brauchen wir hiervon 10 Stück. Ja, 11 brauchen wir nicht. Das wäre dann mal wieder Platzverschwendung. So, jetzt sind wir schon mal hier. Dort definitiv keine Straße. Das heißt, wir gehen in die Richtung und hoffen, dass wir hier finden, was wir suchen. Brass, das letzte. Also ich weiß nicht, diese Patronenhülsen, ich habe die seit die 7 Days to Die Spiele noch nie gebraucht in Sachen der Produktion. Habe ich noch nie gemacht. Brauchte ich noch nicht. Und finden tue ich sie dafür en masse. So, jetzt. Ach komm, dann machen wir jetzt alle 10. Das ist mir jetzt auch wurscht. Dann müssen wir die nächsten Federn, die wir finden, wieder einsortieren. Gut ist schon mal, dass wir jetzt tatsächlich genügend Pfeile haben. Was eigentlich ja eher selten ist. Den Hasen, den lassen wir jetzt laufen. Da müssen wir jetzt mal gucken hier. Ich suche ja immer noch ein Städtchen. Und renne quasi den Zombies davon. Das ist auch okay. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wir können also noch weiter gucken. Ach komm, jetzt, ne, komm her. Verdammt. Nein. Ich krieg's mal wieder noch von der Seite erschossen. Ne, das will ich jetzt nicht. Ein bisschen Fleisch. Oh, ich sollte was trinken, das ist wichtig. Ich höre hier überall um mich rum Zombies, aber sowas von ordentlich. Ja, ich habe dich gehört, aber... Ach, ich habe schon wieder so einen Knüppel. Mit den Dingern kann ich nicht umgehen, Leute. Halt! Hier. Direkt wieder auffüllen. Und Zombies? Geht eigentlich. Okay, Campfire. Nein, das war hier. Und weiter geht's. Immer noch kein Städtchen gefunden. Das ist schwierig. Wenn die Nacht kommt und ich habe kein Städtchen, dann habe ich ein Problem. So. Das Ganze wie gehabt. Hof gestellt, Sticky rein und dann eigentlich sollte ich die auch einfach mal drin lassen, die Stickies. So. Das Hose wieder, glaube ich. Die jetzt jedes Mal mit raus, nehme diesen einen. Da haben wir zumindest immer einen drin, wenn wir unterwegs sind und ein Campfire brauchen. Komm, mach hin, ich brauche immer Reserve. Oh, okay. Das wird auch weniger. Ist es gerade insofern nicht so schlimm, weil ich dann nicht so stinke. Ich höre dich. Ich weiß noch nicht wo. Ich muss... So, Dankeschön und Wiedersehen. Weiter geht's. So, ja, wir laufen die Straße weiter. Das ist schon wieder ein neues Biom, was wir hier haben. Aber vielleicht nutzt uns das ja auch ein bisschen was. Und wir finden dann endlich mal so ein kleines Städtchen. Noch eine Dose. Oh, da ist zumindest mal ein Häuschen. Und das sieht lustig aus. Da wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Also ich würde behaupten, dass es zumindest kein Häuschen, wo man sich für die Nacht mal einmummeln kann. Bisschen schwierig. Na komm, ich will noch ein paar. Es sei denn natürlich, wir sind wieder... Wir können aber... Das können wir wohl tun. Ja, stimmt. Das könnten wir tun, wenn wir hier tatsächlich direkt wieder die ganze Zone Zombie frei machen. Dann könnte das funktionieren.
Das ist definitiv ein neues Häuschen. So was kenne ich nämlich noch gar nicht. Wollen wir uns das mal angucken? Wollen wir mal gucken, was da Schönes drin. Wir haben die Fackel, da nutzen wir die auch. Hallöchen. Na, Petra? Wie ist dir? So, da haben wir nochmal eins. Hier war nochmal zwei. Komm, mach dich weg hier. Brennt auch. Da haben wir noch einen. Komm, Fackel. Fackel, so ist fein. Ach, das gibt's doch gar nicht. Die ist doch wirklich instant gespawnt, wie da eine umgefallen ist. Brennt aber jetzt auch wunderbar. Oh, die geht schnell kaputt. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich nochmal das ausprobieren. Gucken, ob die den Bug auch gefixt haben. Einmal Painkiller, sehr schön. So, die Fackel mal einmal weggeschmissen und einmal wieder aufgehoben und okay und einmal hingestellt und einmal aufgenommen und okay, den Bug haben die auch gefixt. Hat sich dann somit erledigt, soll heißen, wir müssen. Oh ne, das ist ja einfach nur so ein Verschlag. Also den können wir dann tatsächlich mal direkt vergessen, um uns da irgendwie einzumummeln. Ja, warum nehme ich das jetzt auf? Ich weiß es nicht. So, direkt mal weg damit. Das Blei brauchen wir jetzt auch nicht. Aber na, Let's, das können wir später brauchen. Schon wieder Blei. Also dieses kleine Bleiding, das ist gerade echt mal uninteressant. Ja, dieser Verschlag hat sich nicht so wirklich gelohnt. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. So, dann haben wir, obwohl den Splint, den brauche ich jetzt gar nicht, du Komiker. Okay, dann diese Richtung hat man gedacht. Und noch mehr Federn, guck. Ach, diesmal ist nichts drin. Holz können wir noch brauchen. Können wir immer brauchen. 18.23 Uhr und immer noch kein Städtchen gefunden. Das heißt, wenn wir jetzt nicht wirklich schnell eines finden, dann darf ich die Nacht auf den See verbringen. Weil in irgendeiner Form hier irgendetwas zu bauen, was mich in irgendeiner Form schützt, das kann ich tatsächlich mal knacken. Ich kann gar keinen Fehler mehr aufsammeln. Das ist doof. Was schmeiße ich weg? Hier. Das brauche ich zwar nicht wegschmeißen, das kann ich auch anpflanzen. Bitteschön. Oh, das ist doch mal aber richtig herrlich. Aber sowas von richtig herrlich. So, die gehört jetzt hierhin. Wir haben schon wieder nichts mehr. Ist das jetzt die fertige gewesen? Murky, Murky, das ist Boiled. Okay. Das heißt, zwei Dosen, die packe ich jetzt hier hin. Dann weiß ich, wo sie sind. Da müssen wir also auch nach. Da bin ich schon mal richtig froh drüber, dass wir hier so viel Material finden, was wir brauchen können. Aber nichtsdestotrotz. Wie viel? 14. Okay, 14. Wieso habe ich eigentlich eine Glatze? Also so alt bin ich dann doch noch nicht. Okay. Das Problem ist, dass die Dosen drei Plätze jeweils einen Platz beanspruchen. Und das ist mal gar nicht so schön. Ja, die können wir direkt wieder anpflanzen, bitteschön. Wir leben nachhaltig. Wasser war dort, ne? Ja, Wasser war dort. Okay. Noch ein Campfeuer. Wir sind ja nicht so wie Hans, ja? Ach Göttchen. Noch ein Campfeuer, wieder ein Stick rein und das gleiche wieder von vorn. Achso, die hatten wir schon. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns mal einmal richtig satt trinken, wie man so schön sagt. Das heißt, wir werden das jetzt so lange machen, bis wir voll sind. Sticke rein, Holz rein, komm her, mach mal einfach zwei Stück rein. Wird schon passen. Und drin und guck, und wo sind meine Dosen? Wo sind sie? Ich habe hier Depp.
So, da haben wir eine Dose. Kann ich die jetzt direkt dazu schmeißen oder? Kann ich, sehr schön. Ach, dann fängt das aber immer wieder von vorne an. Ist ja auch blöde. Und nächste. Hatten die nicht auch irgendwas von... Komm, ist mir jetzt Latte, mach rein. Hatten die nicht irgendwas davon geschrieben, dass man die jetzt auch stapeln könnte? Sollte man vielleicht mal ausprobieren. Sieht man jetzt gleich zumindest, ob das geht oder nicht. Noch eine Dose. Wie fein. Her damit. Ja, wollen wir jetzt gleich auf jeden Fall einmal testen. So, komm her. Einen haben wir fertig. Wenn wir da jetzt noch einen rüber stapeln können. Das heißt, jetzt können wir den auch wieder mit reinschmeißen. Dann ist alles gut. So, komm. Das schmeißen wir jetzt erstmal weg. Das brauchen wir nicht. Den Schlafsack haben wir. Dann brauche ich jetzt eigentlich auch erstmal keinen... Wüsste ich jetzt nicht, wofür restliche Stoffe. Aber wir lassen das. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist eigentlich momentan auch per se mal egal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist relativ. Das ist sowieso relativ. Ja, das eigentlich auch. Alkohol, perfekt. Vitamine, auf jeden Fall. Das ist relativ. Okay, kann ich stapeln? Nein, ich kann es immer noch nicht stapeln. Das heißt, jetzt wird gesoffen, was das Zeug hält. Komm her. Nehmen wir auch noch mit. Und ja, da müssen wir das jetzt tatsächlich immer so weiterführen, was natürlich, ja, geht. Auch nicht so dolle ist. Machen wir das jetzt mal so. Komm her. Na komm, so ist fein. So, dann 19 Uhr. Wir werden also die Nacht definitiv auf dem Wasser verbringen. So, komm. Kriegst noch eine Ersatzdose, dass du fertig bist. Reicht. Jawohl. Noch mal einmal was zu futtern. Ja, nicht so wirklich weit gekommen. Aber zumindest versorgt. Ist ja auch schon mal weit wert. Und ein paar Minuten haben wir noch. Ein paar Minuten, die ich jetzt dummerweise so verbringen muss, wie ich sie nicht verbringen möchte. Sprich, wir... Au, ha, ha. Ist zwar jetzt eigentlich... Aber das ist doch das Gänger. Das, nee, das geht nicht, weil ich keinen Kochtopf habe, natürlich. Okay, ein Röhrchen haben wir, das ist auch schon mal schön. Ja, komm, das schmeißen wir jetzt erstmal weg. Sorgen wir jetzt erstmal für eine Sortierung. Das brauchen wir, wir packen jetzt erstmal alles, was wichtig ist, auf diese Seite. Und, ja, alles andere weg damit. So, das ist immer wichtig. Das ist auch wichtig. Eine Binde haben wir in Ersatz, das ist sehr gut. Machen wir uns einfach mal noch ein paar nach, weil ich ansonsten jetzt nicht wüsste. Also so viel brauche ich ja gar nicht. Na egal. Komm, weg damit. Jetzt haben wir genug Binden. Das Öl brauche ich jetzt momentan eigentlich auch noch nicht. Da finden wir auch noch von genug. Und das Gras, wenn überhaupt, wenn man das... Na Gott, das lassen wir erstmal drin. Okay, die Vitamine sind ganz wichtig. Das... ist eigentlich relativ. Kann ich das da jetzt irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay, das heißt, den legen wir uns jetzt heute Nacht einfach mal hier hin. Das Wasser packen wir uns auch hier rein. Das möchte ich tatsächlich so lange wie möglich jetzt erstmal aufbewahren. Und dann weiter gucken. So, tja. Dann sind wir jetzt hier einfach mal so frei und können wir eh noch brauchen. Hat noch ein bisschen Holz. Und dann verziehen wir uns auf dem See und verbringen da die Nacht. Weil das Einzige, was mir jetzt einfällt, was ich jetzt am günstigsten tun könnte. Und deswegen mache ich das auch. Und bevor ich hier weitermache, gucke ich erstmal nach, was mein Sound hier sagt. Das ist definitiv sicher. So, haben wir. Nein, tut mir leid. Dann würde ich sagen, wir hören und stören uns in der nächsten Folge und gucken mal, dass ich die Nacht hier bis dahin überlebe. Na, bis dahin. Bye, bye.